Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Herrschaft von dem edlen Gameplay-Spender Crunkion. Sir Crunkion, sorry. Tut mir leid, dass ich Crunkion gesagt habe und nicht Sir Crunkion. Egal, wir spielen heute mit der Fall OSCW oder wie heißt das Ding? OSCW? DSCW? Ich kann es gar nicht lesen, Mann. Egal, erstmal moin moin und so. Und heute habe ich mal ein Thema über einen sogenannten Hater. Leute, ich bin ein sehr toleranter Mensch, meine ich. Und ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn jemand seine Meinung sagt. Aber was Kevin Sun gesagt hat, war ja mal wirklich unter der Gürtellinie. Da war das Video eine Sekunde auf YouTube und schon muss er mich als Huren bezeichnen und als Arschloch. Also da denke ich mir schon meinen Teil dabei und hab den natürlich dann gleich mal blockiert nach einer langen Zeit. Und das ist auch das Thema, um was es heute geht. Hater. Internetrolle, die es auf YouTube nun mal gibt. Und ein YouTuber hat es besonders schwer getroffen. Ne, warte mal, es sind zwei YouTuber sogar. Und zwar heißt der David Warfor und der andere die Chaoten-HD, das sind mehrere. Und die haben natürlich auch schon eine kleine Hater-Basis, also sogenannte Internet-Trolle, nennen wir die. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall der passende Begriff, den die einfach nur eins haben, andere beleidigen. Das kann jetzt zum Beispiel das Optische sein. Zum Beispiel habe ich auch schon oft gelesen, hey du Affe, oder sowas. Das ist in meinen Augen ganz klarer Rassismus. Wenn die Person dann auch noch eine dunkle Hautfarbe hat, ist das Rassismus in meinen Augen. Aber das ist ja was anderes. Es geht mir ja um die Internetrolle, warum die das eigentlich tun. Und da denke ich mir schon meinen Teil, hinter dem Laptop sozusagen eine große Klappe, aber vorm Laptop, ja, wie soll ich das sagen? Ja, der letzte Husten oder so. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt leider solche Sachen, Trolle, und ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, und da hilft, das Beste, was hilft, blockieren und ignorieren, weil die wollen dich natürlich schlecht machen und wollen dich natürlich fertig machen. Zum Beispiel habe ich auch schon Morddrohungen bekommen, oder mir hat einer geschrieben, geh in einen dunklen Raum und geh da sterben und so. Aber da musste ich doch eher lachen, als das dann wirklich auch ernst zu nehmen. Weil, nun ja, ich habe inzwischen ja mehr Erfahrung als so ein kleiner Troll, der mich als Spacko oder als Assi beschimpfen muss. Wobei natürlich ich schon ein paar Real-Life-Videos gemacht habe, wo ich meine Toilette gezeigt habe. Und das natürlich schon etwas war, wo ich aus heutiger Sicht denke, hätte das wirklich sein müssen, dass ich meine vollgepisste Toilette in meinem Let's Play zeigen muss, also in meinem Let's Play Real Life Video? Gut, das hätte ich vermeiden sollen, aber das bin halt ich. Zocker sind so. So, gehen wir aber mal wieder zu meinem edlen Gameplay-Spender, und zwar Crunkion, da ist er. Hat jetzt schon hier die fetten 13 Kills am Start und ich liebe einfach Herrschaft. Herrschaft ist mein absoluter Lieblingsmodus, Leute. Aber suchen und zerstören ist immer so das Problem. Tot. Jetzt muss ich die ganze Zeit auf die Trolle warten, bis die tot sind. Ah, was erzähle ich denn da? Ah, egal, ignorieren. So, ja, das sind die sogenannten Hater, die ich heute jetzt mal ein bisschen erklärt habe. Die haben wahrscheinlich einfach nur Langeweile. Das ist in meinen Augen, das Schlüssigste, warum die das machen. Langeweile, und die wollen Aufmerksamkeit von dem entsprechenden YouTuber. Zum Beispiel bei mir, ich habe dem auch Aufmerksamkeit gegeben. Und das war natürlich der Fehler, was ich da getan habe, bei Kevin Sun. Und Kevin Sun wird dieses Video sehen, weil wenn ich jemanden blockiert habe, kann ich ja nicht Ding machen, kann er ja das Video trotzdem anschauen. Lieber Kevin Sun, schreib mal bitte in die Kommentare mit deinem neuen YouTube-Kanal, warum du mich denn so beleidigen musst. Als Hurensohn, Arschloch, und du weißt schon, was ich meine.
Könnt es gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir Frieden schließen, weil ich bin nicht einer, der sagt, hey du Opfer, sondern ich bin einer, der sagt, hey, gib mir deine Hand, ich will mich vertragen. So macht man das nämlich auch. Nämlich mit Hass und gegen Hass, Hass auf Hass gibt nur Hass. Hat man ja gesehen bei den USA, ne? Irakkrieg, ihr Amerikaner da, Unschuldige töten, ja, das könnt ihr. So, egal, anderes Thema. Haut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Bis zum nächsten Mal.